Saarbrücken in der Innenstadt hat sich ein bewaffneter Mann in einem Lokal verschanzt. Laut Polizei ist der Mann blutüberströmt in das Restaurant gestürmt und hat mehrere Angestellte aus dem Laden geschickt. Er soll zu dem Restaurant gehören. Ein Polizeisprecher sagte, man gehe nicht von einem politischen Sachverhalt aus, vielmehr sei ein persönlicher Hintergrund wahrscheinlich. Teile der Innenstadt von Saarbrücken sind aktuell gesperrt. Das SEK hat das Restaurant umstellt. In Charleroi in Belgien, etwa 60 Kilometer von Brüssel entfernt, sind zwei Polizistinnen von einem Mann mit einer Machete angegriffen und verletzt worden. Der Angreifer soll Allah Akbar, Allah ist groß, gerufen haben. Eine der Polizistinnen ist schwer verletzt. Die Attacke ereignete sich am Nachmittag. Der Mann wurde erschossen. Bei dem Angreifer von London handelt es sich um einen 19-jährigen Norweger somalischer Herkunft. Das hat Scotland Yard bekannt gegeben. Er hatte gegen 22.30 Uhr Ortszeit offenbar wahllos auf Passanten mit dem Messer eingestochen. Eine Amerikanerin wurde getötet, 5 weitere Personen wurden verletzt. Mark Rowley von Scotland Yard erklärte, unsere Ermittlungen deuten mehr und mehr darauf hin, dass der Zwischenfall durch psychische Probleme ausgelöst wurde. Zurzeit glauben wir, dass es sich um eine spontane Attacke handelt und dass die Opfer zufällig ausgewählt wurden. Kurz nach 22 Uhr herrscht in Ansbach plötzlich Ausnahmezustand. Besucher eines Musikfestivals melden eine Explosion im Stadtzentrum. Ein Spezialeinsatzkommando rückt an. Schnell ist klar, es handelt sich nicht um einen Unfall. Am Olympia-Einkaufszentrum sind am Freitagabend mehrere Menschen bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Zahlreiche wurden verletzt. 3 Täter sollen hierbei auf Passanten geschossen haben. Diese Aufnahmen zeigen deutlich, wie heimtückisch und menschenverachtend die Täter zu Werke gingen. Gegen 7 Uhr heute Morgen. Der Leichnam des afghanischen Täters wird abtransportiert. Seine Bluttat am Vorabend hat Entsetzen ausgelöst. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Blut gesehen, das sagte ein Augenzeuge am Tatort. Der Tatort, ein Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg. Darin attackiert ein 17-jähriger junger Mann plötzlich die Zuggäste. Brücken in der Innenstadt hat sich ein bewaffneter Mann in einem Lokal verschanzt. Laut Polizei ist der Mann blutüberströmt in das Restaurant gestürmt und hat mehrere Angestellte aus dem Laden geschickt. Er soll zu dem Restaurant gehören. Ein Polizeisprecher sagte, man gehe nicht von einem politischen Sachverhalt aus, vielmehr sei ein persönlicher Hintergrund wahrscheinlich. Teile der Innenstadt von Saarbrücken sind aktuell gesperrt. Das SEK hat das Restaurant umstellt. In Charleroi in Belgien, etwa 60 Kilometer von Brüssel entfernt, sind zwei Polizistinnen von einem Mann mit einer Machete angegriffen und verletzt worden. Der Angreifer soll Allah Akbar, Allah ist groß, gerufen haben. Eine der Polizistinnen ist schwer verletzt. Die Attacke ereignete sich am Nachmittag. Der Mann wurde erschossen. Bei dem Angreifer von London handelt es sich um einen 19-jährigen Norweger somalischer Herkunft. Das hat Scotland Yard bekannt gegeben. Er hatte gegen 22.30 Uhr Ortszeit offenbar wahllos auf Passanten mit dem Messer eingestochen. Eine Amerikanerin wurde getötet, 5 weitere Personen wurden verletzt. Mark Rowley von Scotland Yard erklärte, unsere Ermittlungen deuten mehr und mehr darauf hin, dass der Zwischenfall durch psychische Probleme ausgelöst wurde. Zurzeit glauben wir, dass es sich um eine spontane Attacke handelt und dass die Opfer zufällig ausgewählt wurden. Kurz nach 22 Uhr herrscht in Ansbach plötzlich Ausnahmezustand. Besucher eines Musikfestivals melden eine Explosion im Stadtzentrum. Ein Spezialeinsatzkommando rückt an. Schnell ist klar, es handelt sich nicht um einen Unfall. Am Olympia-Einkaufszentrum sind am Freitagabend mehrere Menschen bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Zahlreiche wurden verletzt. 3 Täter sollen hierbei auf Passanten geschossen haben. Diese Aufnahmen zeigen deutlich, wie heimtückisch und menschenverachtend die Täter zu Werke gingen. Gegen 7 Uhr heute Morgen. Der Leichnam des afghanischen Täters wird abtransportiert. Seine Bluttat am Vorabend hat Entsetzen ausgelöst. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Blut gesehen, das sagte ein Augenzeuge am Tatort. Der Tatort, ein Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg. Darin attackiert ein 17-jähriger junger Mann plötzlich die Zuggäste.